Assalamu alaikum, meine Lieben, hier ist wieder die Khadija. Nach was sieht es aus? Ja. Aufgeräumt. Aufgeräumt. Ja, auch. Wir haben gepackt. Wir fahren wieder. Wir haben einen großen Schock. Gestern Nacht habe ich Halsschmerzen bekommen. Lass bitte die Sachen zu. Jetzt habe ich aufgeräumt alles. Muss noch mein Kopftuch anziehen und dann fahren wir los. Red Bull wartet auch noch. Kann ich gleich aufmachen. Ich bin noch ganz lahm. Leute, warum fahren wir heim? Ja. Ich will erstmal Husten? Was für Husten? Mama hat Corona. Vielleicht, wir wissen es nicht. Ich denke mal, das ist nur eine Grippe, aber man muss ja nicht in Hurghada rumlaufen mit Fieber. Ich habe gestern Halsschmerzen bekommen und dann Fieber. Heute ganz heiß, ich bin fix und fertig. Ich bin krebsrot im Gesicht. Ich dachte noch heute Morgen, wie sehe ich denn aus? Schnell eine Maske gemacht, hat sich nichts verbessert. Power Cups genommen, es geht mir ein bisschen besser. Na klar, schmeiß das bitte in den. Na klar, muss es nichts heißen, aber man muss ja nicht. Schmeiß das? Tut ins Eis erstmal nach hin. Man muss ja nicht alles. Wenn ich jetzt wirklich Corona hätte, dann verteile ich das in Hurghada in meinem Urlaub. Also für mich ist es klar, ich fahre jetzt nach Hause, bleib da erstmal und dann komme ich wieder. Nee, es gehört nicht uns. Mit uns gehört hier nichts mehr. Ich habe alles eingepackt und fertig. Ja, Leute, was würdet ihr machen? Schreibt mal in die Kommentare. Würdet ihr auch heimgehen? Also, ich muss ehrlich sagen, ich gehe lieber heim, bevor ich irgendwie hier stecken bleibe, in der kleinen Wohnung. Ne? Wir haben ja nur das Schlafzimmer, das Bad und hier die Küche und das Wohnzimmer. In Quarantäne 14 Tage, kein Zuckerschlecken in so einer kleinen Bude. Der Yunus träumt schon seit dem ersten Tag von der Veranda, sein Fahrradfahren und so weiter. Das können wir nicht machen. Ich habe jetzt schon Fieber, mein Mann wollte kommen. Der hat gesagt, ich komme heute mit dem Bus um 15 Uhr, dann wäre er um 20 Uhr hier und übernachtet hier und morgen früh fahren wir heim. Ja, das will ich aber auch nicht. Ne? Der ist ja auch ein bisschen krank gewesen oder es geht ihm besser, aber ich höre noch an der Stimme, er ist noch. Das heißt, ich reiße mich jetzt zusammen, trinke meinen Red Bull und fahre die Strecke nach Hause. Wie ein großes Mädel. Ich bin ja auch alleine hierher gekommen. Ich brauche ja nicht, dass er sich so einen Stress auf sich nimmt. Ja, dann war das ein kurzer Urlaub, Yunus. Ja, nicht so lang. Ja, aber... Cool, aber. Cool. Ja, du freust dich, du willst heim. Und du willst hier bleiben. Bleib für immer hier. Ich bleib für immer hier. Ja, und gib dein ganzes Geld aus. Es gut, Habibi. Ruhe. Dann kannst du schlafen und kein... Ja, im Endeffekt, ach, und was mich heute passiert ist, heute Nacht wurde ich dreimal geweckt von Ameisen, aber ich habe nicht eine Ameise gesehen und dann bin ich in die Küche, da hatte der gute Mann noch Essig hier, dann habe ich erstmal mit Essig eingerieben, weil ich habe in Erinnerung, die Ameisen mögen kein Essig, hat aber nichts geholfen, die sind trotzdem, haben weitergemacht bei mir. Und ich habe nur die Stiche gesehen, ne? Ich habe nicht eine Ameise gesehen und heute sind alle weg. Ich habe dann auch gegoogelt, wie man es halt macht. Sind es Bettwanzen, sind es Ameisen, sind es Mücken? Mückenstiche nicht, definitiv Ameisen. Und die sind halt frisch, die quaddeln und am nächsten Tag ist es weg. Und so war's. Ja, Ameisen, keine Ahnung, woher die kommen. Okay, meine Lieben, das ist es. Ich bin voll baff. Ich bin hier, meine Beine, die zittern. Also nicht zittern, sondern sind schwach. Ich muss euch ehrlich sagen, ich möchte nicht... mich da in Quarantäne begeben in Hurghada. Ich gehe nach Hause, schließe mich ein. Ich habe da meinen Stall. Yunus, Mama spricht. Ich habe da meinen Stall, ich habe da mein großes Haus. Da bist du nicht eingeschlossen. Aber hier wäre ich wie im Gefängnis. Ja? Dort ist noch besser. Dort ist besser, genau. Hier ist so ein kleines Wunder, es ist ein Meter. Ja, aber wahrscheinlich ist es eh nur eine Grippe. Es ist grad, geht die Grippewelle rum in Ägypten, das Wetter ändert sich. Aber man weiß ja nicht, oder ist es nur eine Erkältung? Ich will jetzt nicht Grippe sagen, aber man weiß es nicht. Aber Fieber habe ich auf jeden Fall gehabt. Jetzt ist es runter durch die Power Cups. Ägypten ist das schönste Welt. Das schönste Land. Ja. Genau. Ja, ich kann jetzt immer viel reden. Khalas, 4 Minuten geredet. Wir machen uns jetzt fertig und fahren heim. So, das Kissen. Habibi. Hilft mir gut, der kleine Mann. Ich wollte mir eigentlich noch eine Handtasche und Schuhe kaufen. Guck, so sieht's aus, unser Zeug. Krimskrams. Muss natürlich das ganze Essen mitnehmen, logisch.
Habibi, du bist ein guter Helfer. Haja, haja, haja. So, tschüss Wohnung. Schäbers. Gell? So, Kühlschrank ausgemacht, alles aufgeräumt. Boiler aus, Klima aus, Strom aus. Machen wir nicht so pflichtbewusst. Ne, jalla. Komm, wir gehen. Sagst du noch tschüss Wohnung? Ja. Das ist übrigens eine Wohnung, die nicht offiziell zu vermieten ist an alle Leute in Hurghada, sondern das ist nur über Beziehungen. Wo ist kaputt überall? Hier. Ah, wahrscheinlich diese Risse. Irgendwann bricht das Haus zusammen, Jonas. Komm schnell raus, nicht, dass es noch uns trifft. Die Ingenieure. So, einmal abschließen. Deutsche Gründlichkeit, ihr wisst. Da. Ja. Mir wird schwindelig, genau. Da ist die Wüste. Also vielleicht gehen wir noch in den Schuhladen, gucken, ob der auf hat. Geh du rein. Nein, sie. Verlass, warte. Meine Tasche hier. Auf das Auto. Nein, ich darf das Auto. So, komm her. Habibi, guck mal, was wir hier haben. Ich sitze auf dem Koffer. Du sitzt auf dem Koffer. So, Habibi, hat dir unser Urlaub, Kurzurlaub, gefallen? Was hast du denn gelernt hier? Links, wenn ein Auto kommt, du musst links gehen. Das hast du gelernt. Hä? Du hast jetzt gelernt, wo links und rechts ist. So schnell? Wir sind da, genau. So. Warte. Oh nein, jetzt muss jetzt weiter. Komm jetzt. So, komm jetzt. Jonas hat eine Mütze gekriegt. Wir haben noch Geschenke eingekauft. Ich habe einen Geldbeutel bekommen. Ganz viele Geschenke fürs Dorf. Naja. Sei ruhig, über Geld kann man nicht sprechen, so extrem, für Geschenke. Auf jeden Fall sehr schöne Geschenke. Ja, für die Mädels, Taschen, Schuhe, ne? Von dem einen Laden, wo ich immer hingehe, der ist so günstig. Und jetzt müssen wir schnell was essen gehen und dann fahren wir los. Mahmoud hat auch schon angerufen, wo wir bleiben. Ich war aber noch bei der Tankstelle, habe noch Reifendruck geguckt, Kühlerflüssigkeit und Benzin getankt, weil der Tachometer ist ja kaputt. Die Benzinanzeige geht nicht. Da muss man immer 100% nicht, dass wir stehen bleiben. Danke, mir brauche nichts. Wir haben Hunger jetzt. So. Und Leute, mir geht's besser nach der Tablette. Mein Mann sagte dann, bleibt doch noch. Jetzt habe ich schon alles ausgepackt und eingepackt und jetzt fahren wir auch heim. Wer weiß, ob es abends schlimmer wird. Halas. Also Leute, dann sitzen wir jetzt draußen. Na, ich glaube, ich bin Hypochonder einfach. Aber besser zu vorsichtig als zu nachsichtig, dass ich hier ganz Hurghada dann anstecke, was ich hier rumgelaufen bin. Von hinten bis vorne, 1000 Shops rein, wer weiß, ne? Das muss man ja nicht übertreiben. Naja, deswegen essen wir jetzt auch draußen. Mal schnell bestellt und fertig. Du, und die Mütze ist so cool. Adidas, was hat die gekostet? 35 Pfund. Klar, hier kannst du ja das tragen, ne? In Deutschland, ich weiß nicht, wie das mit Plagiaten aussieht. Genau. Genau. Wir werden deine Eisenbahn nachher aufbauen. Wir haben das Zwischenstück gefunden. Okay, Leute, Hurghada, letzten Minuten, aber wir kommen wieder, klar. Das war jetzt einfach, das ist auf dem dritten, alle guten Dinge sind drei, wie war das? Dann, ja, und dann würde ich nochmal was sagen zu dem Pharaonen, zu den Skulpturen und ihr habt eigentlich recht, oder was heißt, ihr habt recht, ich habe das nie so gesehen und im Endeffekt habe ich einen Kommentar gesehen, dass diese Sachen einfach schlechte Energien auch bringen und wer weiß, kann schon sein, deswegen werden wir die Figuren vernichten. Im Endeffekt kann der Jonas drüber stehen, oh bist du süß so, kann der Jonas da drüber stehen und man lernt im Islam nie aus und danke, dass ihr mich darauf aufmerksam gemacht habt. Ne? Also dann werden wir die ja, kaputt schlagen. Du, so Hip-Hop-mäßig bist du drauf, Jonas, sag mal. Ja. Bang. So schnell geht's, Leute. Ich bin jetzt gleich in Safaga. Hinter mir war Suma Bay. Ja, ich habe eine Nachricht bekommen, die liebe Kerstin ist auf dem Weg nach Hurghada. Sie hat sogar zwei Corona-Tests im Gepäck. Hätte sie mich gleich testen können. Ja, Leute,
Ich gehe einfach heim. Ich bin einfach der Meinung, überleg mal, wenn es schlimmer geworden wäre, ne, in der Wohnung, dann, oder Atemnot sogar, und mein Mann nicht da, und, upsala, Moment, mein Mann nicht da, und dann werde ich voll krank mit Fieber, man weiß es nicht, ne, man muss ja immer alle Eventualitäten ausloten, und Younes ist wieder fit, der schläft aber jetzt gerade, der hat kein Fieber mehr. Die Mausi ist dafür krank, die hat den flotten Otto, die war gestern bei der Verlobungsparty, hat dort ein Stück Kuchen gegessen, zack, Durchfall, weiß ich nicht. Mein Mann, der ist immer noch krank, heute Morgen war es besser, aber jetzt schnupft er da rein, also okay, Corona hat er nicht, weil der hat Running Nose, also das läuft bei dem wie Wasser. Aber ansonsten ist es besser, aber der ist die ganze Zeit, der fühlt sich noch schlapp. Ja, ich denke mal, Grippe ist das, weil das Wetter schlägt um. Aber, oh, ist das schön, ich sehe das Meer hier. Aber man soll trotzdem vorsichtig sein. Ich habe auch den Schlüssel abgegeben, dem Typen da, ne? Und dann, ich finde, man soll das natürlich sagen, wenn man Verdacht hat, auch wenn es nur eine Erkältung oder Grippe ist, muss man trotzdem sagen. Weil das ist, gehört einfach dazu. Mein Mann sagt, wieso hast du das gesagt? Sag ich, ja, entschuldige mal, nachher, das ist ein älterer Herr. Der geht da hin und checkt, hupsala, Matte ab, die Bodenschwellen. Der checkt die Wohnung und nachher habe ich wirklich Corona und dann kriegt er das von mir. Das kann ich nicht machen. Das muss schon sagen. Ne? Ich bin dann gekommen, habe den Schlüssel abgegeben, habe das Geld hingelegt und habe gesagt, ich habe den Strom alles abgestellt, aber bitte pass auf, kann sein, ich weiß es nicht, ob ich es habe oder nicht. Pass bitte auf. Als er das gehört hat, was, Corona vielleicht, hat er erstmal einen Schritt zurück. Aber klar, das ist ja eine normale Reaktion. Aber ich finde, das muss man sagen. Mit so viel Respekt und auch Verantwortungsgefühl muss man haben, wenn man denkt, es ist auch keine Schande, Leute. Das kann doch jedem passieren. Ich meine, auch wenn man super vorsichtig ist, kann das immer passieren. Ne, jetzt muss ich mal gucken, wo muss ich hin? Warte mal. Ah, weil ich muss hier rechts. Jetzt bin ich schon im Kreis. Jetzt fahre ich halt einmal im Kreis mit euch. Safaga geht es hier Richtung Stadt. Links nach Kairo, da will er mal nicht noch. Younes ist angeschnallt und schläft. Jetzt fahre ich einmal im Kreis. Mit dem Kreis, mit dem Schiff, da kennt ihr das? Ja, und wir wollten ja noch ein Zuschauertreffen machen. Das hätte ich ja noch angekündigt. Wird jetzt nichts. Und ich habe mich auch extra nicht mit meinen Freundinnen getroffen, die dort leben auch, weil ne, der Younes war ja krank. Und das will man ja nicht gleich sich treffen und dann die Grippe weitergeben. Das geht ja nicht. Ja, und jetzt habe ich's. Ich fühle mich aber jetzt besser, Leute. Ich habe nur ein Kratzen im Hals und trockenen Husten. Trockener Husten. Ja, keine Ahnung. Also, ich habe mich schon besser gefühlt, als ich die Tablette genommen habe, nachdem die Koffer gepackt waren. Dann nach dem Red Bull habe ich mich noch besser gefühlt. Nach dem Shopping war ich super gut drauf. Und dann jetzt nach dem Essen bin ich ein bisschen müder geworden. Aber ja, und jetzt kommt das Kratzen wieder. Ja, nicht schlimm, Leute, wir kriegen das hin. Es ist halt, wie es ist. Kurztrip. Younes hat bei McDonald's gesagt, Mama, wir können ja noch einen Tag bleiben. Ich mag McDonald's. Genau, die ganze Zeit willst du heim und jetzt willst du noch einen Tag bleiben. Wir haben keine Wohnung mehr. Ich glaube, ich suche jetzt nach einer Wohnung. Nee. Und ich gehe nicht mal in die gleiche Wohnung. Ah, hätte man ja machen können eigentlich. Ne? Wäre auch egal. Aber ich packe doch nicht den ganzen Kruscht wieder aus und wieder in Aufzug, in vierten Stock alles schleppen. Nee. So blöd bin ich nicht. Nee. Naja, jetzt gehen wir nach Hause. Ich freue mich. Und die Mausi springt im Viereck. Ich habe ihr eine ganz tolle Handtasche gekauft. So eine Damenhandtasche in rosa mit goldenen Sachen drauf. Ich habe meiner Schwiegermutter ein paar Schuhe gekauft. Oh, Leichen liegen da. Und Abudi, Susu und Nafesi. Die kriegen Schuhe und Rucksäcke. Dann die Schwägerinnen bekommen alle Schuhe und einen Geldbeutel. Warte mal, kann ich mal zeigen, ist der Geldbeutel. Oh. Ich habe mir auch einen gekauft.
warte. 25 Pfund, so ein Geldbeutel. Ist doch cool. Mit Nieten. Gut, andere Design, aber so ein Design habe ich auch gebracht. Da passen die Scheine, die großen, rein. Ja, und das tragen ja die Mädels. Dann die eine Schwägerin kriegt eine Handtasche. Dann, was noch? Ach, dann kriegt die andere Schwägerin auch. Die kriegt nur einen Geldbeutel. Schuhe wusste ich nicht von ihr, die Größe. Aber alle kriegen Schuhe auch, die Schwägerinnen. Dann von der Schwägerin die anderen Kinder. Die kriegen auch Schuhe, Jeans, Sportschuhe. Ja, und ich habe mir auch eine Handtasche gekauft und zwei Paar Schuhe. Aber ich glaube, ein paar Schuhe werde ich abgeben. Die waren vielleicht doch ein Fehlkauf. Ach, bei dem Shop kann ich nicht so viel falsch machen. Und ein Kopftuch habe ich gekauft für mich, genau. Und der Jonas hat eine Mütze bekommen. So, und das war's. Ja, das war's. Ja, jetzt haben wir genug gelabert. Hier, was? Schon wieder 6 Minuten. Ja, jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier keinen Fehler mache. In der Wüste schön fahren. Das Auto ist gewartet, alles gut. Ja, und dann lege ich mich erstmal ins Bett. Bin fix und fertig. Und morgen, denke ich mal, werde ich die Geschenke übergeben. Und Jonas freut sich auf sein Fahrrad. Gell? Ja. Was ist? Bist du müde? Bist wach? Nein, ich friere. Oh, die Klima. Du frierst. Hast du wieder Fieber? Zeig. Nee. Meine schöne Klima. Jesus. Die machen noch kälter als in dein Schlafzimmer. Ist doch cool mit der kalten Klima. Ich mag das. Ja. Ich habe auch das Schlafzimmerbett da umgestellt in der anderen Wohnung. Ich brauche das ja, die Klima voll auf mich, gell? Ah ja. Jetzt sagen sie, sagt er wieder, das ist ja klar, dass du krank wirst. Du, ich habe das immer voll auf mich. Das ganze Jahr. Also im Winter nicht. Da muss was so. Ich brauche Wind im Gesicht, wenn ich schlafe. Ohne das geht's nicht. Was ist da los? Ja, dann kann ich nicht schlafen. Aber ich freue mich, dass heute Nacht keine Ameisen zu mir kommen werden, weil das war krass. Dreimal aufgestellt, deswegen war ich heute Morgen auch so komisch, weil ich so wenig geschlafen habe. Dreimal musste ich mich kratzen und stell dir vor, ich reibe mich mit Essig ein. Das hat voll gestunken. Und ich so, ja, und trotzdem sind die Viecher gekommen und du hast nicht eine Ameise gesehen. Das hat mich richtig angenervt. Keine Ahnung, was da war. Ach so, und das wollte ich noch dazu sagen, wegen der Flat. Die Wohnung, die ist privat, also das hat ein Mann gekauft, der vermietet aber nicht public, sondern nur an Freunde und Familie. Ne? Und das war eine Connection von Eid, dem Mann von der Maren, sein Kumpel, dem gehört die Wohnung. So. Und ja, da waren wir jetzt. Und es war ganz okay, war auch sauber, kann ich nichts sagen. Also in Hurghada, die Flats sind ja meistens richtig siffig, weil da hin zum Kunst, da, ne, und die Dormänner sind auch nicht so fleißig, dass sie dann nach jedem Mal den Herd schrubben. Das kannst du wissen, dass die Herde, ne, die Öfen richtig hässlich und verfettig aussehen. Aber das war richtig sauber, muss man sagen. Also ich habe mich dann nicht mal geekelt, da einen Löffel ohne Abspülen habe ich den benutzt. Das war echt gut sauber da. Ja, ansonsten, also ich bin recht auch froh, weil es war ein guter Preis, sehr günstig für so eine Privatwohnung, ne? Weil der das vermietet das ja eigentlich selten. Aber das Bett war ganz gemütlich zum Schlafen. Das Bett war ganz gemütlich, aber das harte Kissen und Leute, das habe ich noch gar nicht erzählt. Wir haben noch das Kissen gekauft und ich war der Meinung, das sind die gleichen Kissen, die ich zu Hause habe, weil es die gleiche Aufschrift war, der gleiche Plastiksack. Als ich das ausgepackt habe in der Bude, das war bockelhart. Also dieses Kissen werde ich wieder auftrennen, so dieses Fließzeug rausnehmen, wieder zunähen. Das ist ja, oh, ich habe heute einen steifen Nacken von dem Ding. Also es tut richtig weh. Ich bin nur am Jammern, ja, ich weiß. Ja. Ich denke, von innen sind Steine. Da sind Steine drin. Ja, jetzt haben wir keine Angel gekauft, ne, Jonas? Yalla. Nächstes Mal, inshallah. Du hast ja noch ein paar Jahre, wo du klein bist, irgendwann gehen wir angeln mit dir. Okay, Leute, jetzt genug der Worte. Boah, bis später. 2 Stunden? Guckt euch das an, die Wüste. Mega. Ich würde ja anhalten, aber. Ich will nicht anhalten, ich will schnell heim. Ich will mich ins Bett legen.
Welcome to Cana. Welcome to Egypt. Welcome to Egypt. Jetzt ist wieder grün alles, ne? Keine Wüste mehr. Wir haben 16 Uhr noch was. Jetzt haben wir noch eine Dreiviertelstunde. Nicht so lang. Dann sind wir daheim. Leute, jetzt werde ich wieder krank. Hallo, ich freue mich sehr, wieder zu Hause zu gehen. Sehr. Oder, Mama? Ja, du hast mir die ganze Fahrt schon Kopfschmerzen gemacht. Endlich nach Hause, endlich nach Hause. Ja, jetzt sind wir da. In 10 Minuten sind wir zu Hause. Wir sind jetzt in Naga Hamadi. Guck mal bitte in die Kamera, Jonas. Na gut. Die Leute wollen ja dich sehen, die wissen ja nicht. Ich mag Hogada ein bisschen. Hm, du magst lieber hier wohnen, gell? Ja, für immer. Halas. Okay, für immer und ewig. Jetzt kannst du wieder filmen. Halt fest. Nein. Gerade halten. Na gut. Und versuch nicht mit den Fingern vor der Linse. Der Jonas übt noch, Leute. Jetzt drück nochmal, genau, jetzt ist gut. Nicht wackeln, guck mal. Mit beiden Händen festhalten von außen. Der Jonas übt noch, Leute. Das ist jetzt die Strecke. Rechts, auf der rechten Seite haben wir Aluminium City. Und wir fahren aber nach links. Mahmoud wartet schon, dass er ausladen kann. Ich lade jetzt nichts mehr aus. Ich habe schon wieder Fieber bekommen. Ich bin ja fertig. Die Mausi kann es gar nicht abwarten. Gell? Ich aber. Und du weißt immer, erzähl mal, die Kinder, die rennen wieder rum hinterm Auto her. Ja, hinter dem Auto wie verrückt. Ganz viele. 10 Kinder. Ja. Oder 12. Oder jetzt 12. Ja. Alle. Okay. Na gut. Na? Jetzt sind wir zu Hause. How are you? Alhamdulillah. Wie geht's dir? Gut. Mm. Du? Du gut. Ich gut, du gut, alles gut. Alles gut. Wir sind ein bisschen kaputt. Ja, wir sind ein bisschen kaputt. Mahmoud freut sich, wir sind wieder da. Die ganze Familie war schon da, hat mich begrüßt und wir haben die Geschenke überreicht. Na, die Geschenke. Ist okay. Ja. Minogue. Bitte? Minogue. Was heißt das? Smile. Minogue. Much. Ah, kitir. Kitir, yani blamane. Viel. Viel. Genug. Genug. Ach, wolltest du genug sagen? Genug Geschenke. Genug Geschenke. Ja, viele, viele Geschenke. But nice. Alhamdulillah. Mm-hmm. Yes, your family was happy. So. Yeah. Okay, ja Leute, ihr hört schon. Also ich werde jetzt duschen und dann kriege ich Machschi und dann schlafe ich. Ich habe genug. Ich habe 4 Stunden gebraucht. Ich bin gefahren wie eine gesenkte. And only one time I must show my ruchsa. One time best. The license. When I out from Gardaga. Out best. Nur einmal muss ich meinen Führerschein zeigen und noch nicht mal... The license from the car he want to see. Just my Ruchsa. He said to me, der Mann hat gesagt, hast du einen Führerschein? Nee, gell? He said, ma fisch Ruchsa, sah? He looked to me and said, fie? Was, der denkt, ich fahre ohne Führerschein. Really, he was thinking, yeah, I don't have. I say, I have. Ich habe dann meinen internationalen Führerschein raus, dann hat er erstmal blöd geklotzt. Der dachte, ich fahre ohne Führerschein. Maybe some woman drive without or what? Eta, viele fahren ohne Führerschein. Ich so, was? Immer Frauen werden nicht oft angehalten. Ne? Die Polizisten, mich hat auch ein Polizist, hat das von Weitem so gemacht, der wollte mitfahren. Als er gesehen hat, ich bin eine Frau, hat er die Hand runter. Ne, kann er nicht bei mir im Auto mitfahren. Als Mann. I don't think. He was fully shocked about this paper. Mm. And then he don't need to see anything else. Also der hat den Führerschein angeguckt, als ob er ihn nicht kennt. Hat auch keine. Der hat mir dann weitergewunken. Yalla, bye. Er hat gesagt, Akitaban für Ruchsa. But he say Rucha, Rucha, he don't say Ruchsa, he say Ruchens oder so. La. Ruchsa, it's... Mish Ruchsa, he Ruchsa say... Ruchsa al-Arabiya, Ruchsa al-Qiyadi. He say many Ruchsa, I don't know, what is many Ruchsa? Ruchas. Ruchas, he say Ruchas, sah. Und der sagte, Führerschein, ne. Nicht. Und von Ruchas, min enta. Und ich so, was Ruchas? Er, Ruchsa,
Ayo, fi. Ayo, habe alles gegeben. Fertig, alles gut. Aber wie lustig, gell? Hat er wieder gefragt, gell, du hast keine. Sag, you don't have. I have. Sag mal. Naja, gut, war wieder lustig. Okay, Leute, das war's wieder mit dem Video. Verrückte Familie, wir wollten 2 Wochen bleiben. We want to stay 2 weeks and we stay 2 days. Yalla. Nasib, Schicksal. Sind wir nur 2 Tage geblieben. Aber gut, jetzt habe ich den Kühlschrank voll mit European Haggard. Mit deutschen Sachen. Okay, Leute, also, bis die Tage, Maschelema. Bye, bye.